Es gibt immer wieder die Frage zum Kupfersee. Welches Setup gönnt man sich denn? Was braucht man denn unbedingt für das Angeln am Kupfersee? Nehme ich eine 3000er Rolle, eine 6000er, nehme ich eine Winkelpicker, nehme ich eine Fiederrute? Wir gucken uns einfach mal ein paar Setups an, wie wir das kombinieren können, was sinnvoll ist, welche Tragfähigkeiten vielleicht ganz gut sind und welche Rollen und Routen man einfach guten Gewissens kaufen kann. Ja, bei der Angeltour hier zum Kupfersee, wenn man sich das gönnt, hat man natürlich schon dreimal ein Komplettset und jeweils alle, da steht es auch, Teige und Breie zur Verfügung, jeweils 30 Stück. Also das kann man natürlich machen und dann ist man natürlich ausgesorgt. Also man kann sofort loslegen, aber wenn wir uns was kaufen wollen, dann müssen wir eben gucken, dass wir was verwenden, was eben auch, na ich sag mal, lange Zeit sinnvoll ist. Und dass die Tragfähigkeit oder die Bremskraft eben bei Rolle und Rute, dass das eben auch ausreichend ist und wir eben am Kupfersee damit auch richtig schön was rausziehen können. Also schauen wir uns mal verschiedene Routen und Rollen an. Grundsätzlich würde ich anfangs erstmal nur in Richtung 6000er Rolle gehen, vielleicht einfach nur mit einer Fiederrute oder eben mit dem, was du hast. Und dann kann man sich immer noch etwas Hochwertigeres kaufen, gerade wenn man eben solche Hotspots hat, wie zuletzt der F1 Hotspot, der halt ganz gut lief und jetzt zurzeit laufen da halt die Schleien wieder drauf. Also es gibt immer mal wieder Hotspots, wo man halt auch richtig gut Cash machen kann, wenn das da halt der Fall ist. Schön ein bisschen Cash machen, auch mit einfachem Setup und dann irgendwann eben vernünftige Routen und Rollen gönnen. Wie man halt sieht an so einem Hotspot, man braucht nicht unbedingt Routen und Rollen mit einer Tragfähigkeit oder Bremskraft jenseits der, sagen wir mal, 15 Kilo. Also man kommt auch mit feinem und mittelschweren Setup sehr gut zurecht am Kupfersee. Wichtige Komponenten sind zum einen ausreichend Schnur. Das kriegen wir hin, gerade wenn wir die 6000er Rollen verwenden. Das wird später dann beim Light-Grundangeln bei 3000er Rollen deutlich schwieriger. Aber mit den 6000er Rollen kein Problem. Und wie gesagt, bremskraftmäßig kommen wir da auch ganz gut klar. Ich verwende zurzeit am Kupfersee hauptsächlich 13 Kilo Vorfächer. Und wenn wir in diese Richtung gucken, also um die 13 Kilo Tragfähigkeit und Bremskraft, haben wir eine richtig große und recht preiswerte Auswahl an Sets. Sehr günstig starten wir natürlich mit Fiederrouten in das Angeln am Kupfersee. Also, wir könnten zum Beispiel einen absoluten Klassiker nehmen, die Fortuna Fieder FD420, absoluter Klassiker, Langzeitangler im Russian Fishing 4 werden das Ding auch noch kennen, weil das damals einfach ein guter, solider Standard war, 19 Kilo Tragfähigkeit, 478 Silber, also ziemlich günstig für wahnsinnig viel Tragfähigkeit und auch richtig viel Wurfgewicht, also das Ding konnte man richtig gut verwenden, das war so der Einstieg ins Karpfenangeln damals, das Teil ist durchaus eine Option, also knappe oder noch nicht mal 500 Silber für eine Rute und die kann man tatsächlich dann auch schon fürs Karpfenangeln später auch noch verwenden, wenn man nicht eh die Fortuna Karp sich kauft. Aber wie gesagt, Karpfenruten dürfen wir ja am Kupfersee nicht verwenden. Deswegen müssen wir eben hier Fiederruten oder Winkelpicker nehmen. Eine andere Möglichkeit sind eben die Ruten hier von Karma Fantasia. Also auch das durchaus eine Möglichkeit, nochmal ein bisschen günstiger. Jetzt achten wir hier einfach nur auf die Tragfähigkeit. Wir sehen, 14 Kilo haben die hier und da, ja, ist es an für sich relativ wurscht. Wir könnten tatsächlich auch hier die ganz günstigen nehmen. Das reicht an für sich, weil wir müssen nicht so wahnsinnig weit auswerfen an dem Gewässer. Alle Entfernungen sind ratzfatz erreicht oder man wirft halt mal 10, 15 Meter weit aus. Also das reicht eben auch hier wurfgewichtsmäßig. Die Ruten sind auch hier auf hart eingestellt, also oder hier sogar auf extra hart. Das ist natürlich nochmal schöner, nochmal ein bisschen mehr Druck, wenn da was Größeres reingeht. Bei der etwas größeren, aber selbst die kleinste hier für unter 300 Silber wäre eine Option.
Und dann haben wir damit tatsächlich schon einen vernünftigen Start, dass man eben mit diesen Routen plus einer vernünftigen Rolle, die gucken wir uns natürlich gleich auch noch an, dass man damit schon mal reingeht ins erste Angeln am Kupfersee. Wenn man allerdings direkt was Vernünftiges haben will und High-End, dann guckt man natürlich auch direkt bei den Feeder-Routen ganz unten und dann ist es einfach die Royal Feeder. Warum ist das so? Weil wir im Endgame die einzige Möglichkeit haben, also noch mehr unseren Skill zu pushen oder unsere Statistiken oder unsere Werte des Anglers zu pushen über quasi über die Route selbst. Also wir haben hier plus 10% aufs Grundfischen, würde dann also heißen, wenn du im Endgame bist, du hast sowieso schon 100% im Grundangeln, zack, hast du dann damit 110% im Grundangeln. Bedeutet also nochmal mehr Fische und nochmal mehr maßige Fische, die du dann mit sowas fängst. Das ist natürlich preislich eine ganz andere Geschichte. Kauft man sich natürlich nicht im Midgame, sondern das ist dann absolut, wie gesagt, Endgame. Aber da kommt man dann auch irgendwann hin und das kann auch durchaus ein Ziel sein. Also, das lohnt sich absolut. Die Bunesan, ja, das würde ich jetzt vielleicht mittlerweile nicht mehr machen. Da gibt es auch nochmal ein extra Video zu. Auch das verlinke ich. Bunesan versus Royal Feeder. Warum die eine, warum die andere, wird da ausgiebig erklärt. Ja, bei den anderen Feeder-Routen lohnen sich für den Einsatz tatsächlich keine anderen. Also nicht wirklich. Sowas wie eine Fortuna Feeder zum Beispiel. Absolut ausreichend, 19 Kilo, absolut ausreichend. Oder dann, wie gesagt, Endgame-mäßig die Royal Feeder. Eine andere Möglichkeit, allerdings auch eine etwas teurere. Also Tragfähigkeit für Silber ist natürlich dann bei den Winkelpickern nicht mehr so gut. Wenn wir es jetzt vergleichen, ähnliche Preislage hier, dann sind wir gerade mal bei 8 Kilo, 9 Kilo an Tragfähigkeit. Das wird dann natürlich eng. Also hier müssen wir dann natürlich gucken, dass wir zum einen ausreichend Tragfähigkeit haben und ja, das Wurfgewicht, da muss man natürlich auch immer ein bisschen drauf aufpassen hier. Wurfgewicht bei Winkelpickern meist eben sehr, sehr gering. 4 bis 18 Gramm, das ist schon wirklich sehr wenig. Wenn man so ein 20 Gramm Blei nimmt, was ja die kleinen Bleie sind, dann ist man damit ja quasi schon direkt, überfordert man ja quasi die Route direkt. Also da immer ein bisschen drauf aufpassen, dass das Wurfgewicht bei den Winkelpickern nicht zu gering ist, damit man eben auch Bleie noch gut verwenden kann. Also klassische Karpfenbleie. Wir gucken da mal kurz rein. Wenn wir hier die getarnten Bleie zum Beispiel nehmen, ne, ihr seht 20 Gramm hier als kleinstes Gewicht, dann wird das natürlich schon ein bisschen eng. Das heißt, man müsste dann hier auf solche Kandidaten zurückgreifen mit 14 Gramm und dann haben wir nur noch gerade hier 4 Gramm übrig gehabt. Also 18 Gramm war gerade das Wurfgewicht. Das wird schon sehr, sehr eng. Also da, wie gesagt, lieber eine etwas bessere Qualität oder etwas mehr Silber in die Hand nehmen und gucken, dass die Winkelpicker ausreichend Wurfgewicht haben. Relativ günstige Winkelpicker wären dann diese hier. Also hier zum Beispiel die Karma Mächter P. Ja, relativ günstig. Ihr seht hier 14 Kilo an Tragfähigkeit bei der kleinsten davon. Aber auch das ist halt, naja, so ein bisschen so eine Sache. 14 Kilo sollte es schon ungefähr sein. Also wenn man selbst eben hier am Kupfersee dann mit ungefähr 13 Kilo an Vorfach reingeht, ist das durchaus eine Option. Kann man das machen. Weiter drunter würde ich auch, glaube ich, gar nicht gehen. Ich hatte zuletzt noch einen Drill auf einem 9 Kilo Setup. Das ist schon ein bisschen übertrieben. Da macht dann so ein 8 Kilo Fisch auch schon richtig Radau. Also Spaß, ja, mal, aber auf Dauer und damit ein bisschen Silber farmen und damit ein bisschen vorwärts kommen, ist schon wirklich hart. Also da dann doch vielleicht lieber, wenn das Silber knapp ist, erst auf die Feederrouten gehen, dann ordentlich Geld zusammensparen und später dann, wie gesagt, vernünftige Winkelpicker holen. Denn die Winkelpicker haben einfach den Vorteil, dass sie eben sofort plus 25 EP auch noch haben. Das heißt, wir kriegen einfach mit jedem Fisch nochmal mehr XP. Dazu kommt eine grundsätzliche Sache im Game, dass die Erfahrungspunkte, die ein Fisch bringt, unterschiedlich sind, abhängig von der Route. Bedeutet, eine Feederroute
Also wir nehmen jetzt einfach mal an, wir fangen mit 3 Ruten, immer den gleichen Fisch, 200 Gramm Rotauge. Dann bringt ein 200 Gramm Rotauge auf der Feeder-Rute am geringsten an XP. Dann kommen eben die Winkelpicker als nächste Stufe sozusagen und zum Schluss kommen die Karpfenruten als Basis-XP. Das heißt, Basis-XP-mäßig sind die XP von diesem Rotauge gefangen auf der Karpfenrute am höchsten, auf der Feeder-Rute am geringsten. Und jetzt, wie gesagt, hier gerade auch nochmal durch diesen Boost, der auch noch gar nicht so lange im Game drin ist, diese plus 25% auf oder bei den Winkelpickern, lohnt sich Winkelpicker einfach nochmal mehr, um eben auch nochmal gut XP zu machen. Ja, jetzt haben wir eine passende Route. Wie gerade schon gesagt, wir fangen einfach mal an mit den 6000er Rollen. Wir brauchen jetzt einfach eine passende Rolle dazu, also etwas, was ausreichend Bremskraft hat und ganz wichtig natürlich eine ausreichende Schnurkapazität plus im Idealfall eine vernünftige Übersetzung, also Kraftübersetzung. Wir machen eine Drehung und wollen im Idealfall eine relativ langsame Übersetzung, damit die Kraft besser weitergegeben wird. Wir wollen halt nicht in den schnellen Gang, also eine hohe Übersetzung, damit wir auf Speed kommen. Das ist jetzt beim Karpfenangeln, was das ja eigentlich ist, ist es jetzt nicht so wichtig. Wir wollen eine langsame Übersetzung, damit wir eben die Kraft besser übersetzen. Langsam, aber mit viel Kraft reinziehen. Gucken wir uns mal passende Rollen dazu an. Ja, wenn man sich die ganzen Rollen anschaut, dann ist das absolut unübersichtlich und wahnsinnig viel, was man hier sehen kann und dass man da schnell den Überblick verliert, gerade wenn man dann reinguckt und dann auch noch hier die verschiedenen Daten sich anschaut. Das ist absolut verständlich. Was nimmt man jetzt da am besten? Wie vergleicht man das am besten? Ich habe praktischerweise eine Liste mit sämtlichen Daten, also alle Rollen, alle Bremskräfte und Schnurfassungsvermögen und Übersetzung, alles schön übersichtlich. Ist auch verlinkt übrigens im Discord. Link zum Discord ist unten unterm Video. Und da kann man dann einfach reinklicken und gucken, okay, wir gucken jetzt nach der 6000er Rolle und sehen dann genau, ab welchem oder ab welchem Bremswert und ab welchem Silberwert werden die dann interessant. Ja, und wie gerade auch schon gesagt, wir wollen ja ungefähr 13, 14, 15 Kilo Bremskraft. Das wäre natürlich schon ideal. Weiter drunter würde ich nicht gehen, denn ja, zum einen gibt es da erstmal noch einen großen Sprung. Also die nächsten darunter, die liegen so bei 9,5 Kilo an Bremskraft. Das ist dann auch schon deutlich wenig. Also solche Rollen würde ich nicht extra dafür kaufen. Das ist einfach rausgeschmissenes Geld. Zumal die preislich jetzt auch nicht mehr weit davon entfernt sind zu den 14, 15 Kilo Rollen. Also da lieber einfach mal 2 Tage länger sparen und dann was Vernünftiges kaufen. Wie immer in Russian Fishing 4, länger sparen, richtig kaufen, mehr davon haben. Also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel die Beluga Narga. Durchaus eine Option. Warum ist das Ganze so? 6000er Rolle, klar, müssen wir ja haben. Dann haben wir hier 13,6 Kilo an Bremskraft. Das passt schon richtig gut. Wir haben eine schön langsame Übersetzung mit 4,6 zu 1. Also das passt schon mal auch wieder richtig gut. Und auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben 253 Meter an Schnurkapazität. Und auch das ist nochmal richtig gut. Gerade so in diesem Bereich sind wir da wirklich top unterwegs. Und das Ganze für knapp unter 2000 Silber. Schmeckt also. Also kann man gut verwenden. Heißt, wenn wir das jetzt in Kombination zum Beispiel mit der Fortuna Feeder FD 420 machen, sind wir bei ungefähr 2500 Silber. Dann haben wir die Schnur sogar auch schon mit dabei, wenn wir 2,5 rechnen. Also dann hätte man quasi schon sein erstes Setup komplett für 2500 Silber. Weiterer Vorteil noch bei der Naga, fällt mir gerade noch auf, wir haben natürlich hier oben, es ist Beluga. Es ist eine der Top-Marken im Game und dementsprechend sind dann eben auch die Verschleißwerte sehr angenehm. Das heißt, wir haben nicht sofort bei dem ersten größeren Drill mächtig viel Verschleiß auf dem Setup, auf der Rolle, sondern das Ganze hält sich richtig gut und später kann man das tatsächlich auch noch recht günstig am Ladoga-See im spezifischen Beluga Store extra reparieren lassen und da ist es dann auch nochmal günstiger.
Ja, dann kommt auch häufig natürlich direkt die Frage, Beluga Naga, Beluga Natura. Natura hat natürlich noch ein bisschen mehr an Bremskraft. Ja, aber das Teil sehe ich dann doch vielleicht eher beim Spinning mit einer höheren Übersetzung auch nochmal dabei und auch noch ein bisschen weniger an Schnurkapazität. Also da würde ich vielleicht sogar sagen, einfach eher die Naga nehmen und dann ist sie auch noch teurer. Also ja, es würde funktionieren, es würde so einiges funktionieren, aber ich würde sagen, da kann man sich das Silber ein bisschen sparen, statt der Natura dann einfach direkt auf die Naga gehen. Auch die Commandor 260S mit 4,8er Übersetzung, 13,4 Kilo an Bremskraft wäre durchaus eine Option. Also auch das kann man machen. Das sind jetzt beides Rollen, die preislich unter 2000 Silber sind. Also die kann man, glaube ich, ganz gut verwenden. Danach wird es teurer. Also wenn wir danach in bessere Qualitäten gehen wollen, mehr Bremskraft und einfach ja, vielleicht auch mehr Schnurkapazität, einfach bessere Rollen haben wollen, dann wird es teurer, dann gehen wir einfach in Richtung 5.000 und 6.000 Silber. Also da muss man dann deutlich mehr sparen für. Ja, hier schön angekündigt mit neu ist die Beluga Evia 6.000. Die verwende ich auch, eine wahnsinnig gute Rolle. Ganz, ganz, ganz erstaunlich, was da auch an Schnur drauf geht. Für eine 6000er haben wir 506 Meter Schnurkapazität. Das ist der absolute Hammer. Das ist doppelt so viel wie zum Beispiel die größten bisherigen Wenger zum Beispiel. Ja, sonst die Azimut, das wäre halt auch noch eine gewesen. Die hat um die 300 Meter. Wo ist sie? Hier ist die 6000er. Da kommen wir aber gleich auch nochmal zu. Aber das Teil hier, absolut krass und dann eben mit 17 Kilo an Bremskraft, also eine wirklich, wirklich gute Rolle und das Teil kann man tatsächlich auch vielleicht schon als Ersatz nehmen für die HSV, wenn man die Rolle direkt überspringt, die HSV, aber riesen Nachteil, sie ist einfach auch doppelt so teuer wie die HSV 8000, wenn man so viel Geduld hat. Kann man das natürlich machen und sich dann eine 6000er Rolle hier nehmen. Das ist quasi eine 8000er im Gewand einer 6000er. Also so viel Schnurkapazität und so viel Bremskraft hat man normal in dem Bereich und in der Preislage eigentlich nicht. Also absolute Kaufempfehlung, wenn man das Silber übrig hat, dann gerne die Evia 6000. Wie gerade schon gesagt, die Azimut auch durchaus eine Option. Azimut, muss ich sagen, finde ich in den kleineren Bereichen fair. In den größeren Bereichen absolut keine Kaufempfehlung. Zum einen wegen den Verschleißwerten, zum anderen wegen dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Also 8000er, 10000er, Finger davon lassen. Viel zu teuer sozusagen für zu wenig Leistung. Das lohnt sich nicht. Hier sehen wir einen gewaltigen Preisunterschied zwischen der 8000er und 6000er. Das durchaus eine Option. Wenn ihr sagt, ach nö, ich hätte aber gerne eine blaue Rolle. Ja, dann gib ihm. Kommt man mit Sicherheit auch richtig gut mit klar. Also auch durchaus eine Option, hier einfach die Azimut zu kaufen. Eine Rolle, die mich auch noch interessieren würde, aber im Moment sehe ich es einfach nicht ein, dafür knapp 8000 Silber auszugeben. Die P-Series GS60S mit einer krassen Übersetzung von nur 3,8. Also eine 6000er Rolle mit nur 3,8er Übersetzung. Das ist die geringste Übersetzung. Das wäre schon richtig, richtig krass. Also das wäre schon der Hammer, ob das nicht richtig gut die Kraft übersetzt und dicke, fette Brocken einfach so wieder einkurbelt. Langsam, aber eben mit Kraft einkurbelt. Wäre schon cool. Habe ich allerdings noch nicht getestet. Wäre auf jeden Fall mal interessant, so ein Teil. Dicke, fette 6000er Rolle. Ich glaube, die Schnurkapazität ist auch ganz gut. 240. Also das passt auf jeden Fall für den Kupfersee. Aber, tja. Also wie gesagt, im Moment sehe ich es nicht ein, 8000 Silber quasi auszugeben für eine Rolle, die ich ja eigentlich schon habe. Einfach nur, um es zu testen. Ja, wäre vielleicht mal interessant, aber im Moment eher nicht. Vielleicht hast du das Ding ja, gerne auch unten in die Kommentare reinschreiben, welche Rolle du gerade verwendest und mit welcher du gerade ganz zufrieden bist. Es gibt viele, viele, viele Möglichkeiten. Was ich gerade vorstelle, sind nach meinem Erachten
Idealrollen oder sehr gut verwendbare Rollen. Natürlich gibt es auch noch sowas wie eine Alpha, eine Gold und so weiter und so weiter. Also viele verschiedene andere Rollen, die man verwenden kann. Allerdings, wie gesagt, wenn wir alle wichtigen Komponenten im Blick behalten, also Übersetzung, Bremskraft, vielleicht auch noch Verschleiß, dann sind es eben die gerade genannten Rollen. Ja, und wenn wir dann natürlich gar kein Problem haben mit dem Silber, dann geht man natürlich einfach auf die Endgame-Rollen. Einfach hier eine 6000er, zack, 6000er Wenger drauf und fertig. Ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Klar, fantastische Rolle, 22 Kilo an Bremskraft, kann man natürlich komplett übertrieben verwenden. Und auch wenn man auf so einer großen Rolle nur mit einem 13 Kilo Vorfach angelt, hat man natürlich dann wahnsinnig wenig Verschleiß, weil so eine 13 Kilo an Druck auf so einer 22 Kilo Bremskraftrolle, das juckt die Rolle ja gar nicht. Also das ist natürlich dann auch durchaus eine Option, komplett übertrieben da reinzugehen. Naja, fehlt vielleicht auch dann ein bisschen der Spaß, wenn man eben da gar keine Drill-Action mehr hat an so einem kleinen Gewässer. Also das ist schon deutlich über. Aber man könnte es. Man könnte es machen, wenn man genug Kohle hat. Knappe 18.000 waren das. Ja, 19.000 sogar bald. Ja. Ja. Da doch dann vielleicht lieber die Rolle noch vom Weihnachtsmarkt im Blick behalten. Wir haben ja auch schon, ja, noch ein paar Monate. Und dann geht es auch schon bald wieder los mit dem Weihnachtsmarkt. Das heißt, man kann durchaus schon mal anfangen zu planen. So und so viele Wochen brauche ich für so und so viel Silber. Dann ist bald Weihnachten, ich spare mir schon mal ein paar tausend Silber zusammen, denn auf dem Weihnachtsmarkt gibt es auch immer fantastische Rollen, die sich lohnen oder Köder. Und da gibt es eben auch die Full Metal 60, ich gucke gerade mal, da ist sie, die Full Metal 60. Auch das natürlich durchaus eine Option, 300 Meter Schnurkapazität, 18 Kilo und das ganze Teil ist auch noch nicht mal so teuer. Die liegt bei 5.500 Silber am Weihnachtsmarkt oder lag in der Vergangenheit. Also durchaus eine Option, mit diesem robusten Gerät einfach hier schön auch am Kupfersee angeln zu können. Das Ding hält einiges aus, kann man wirklich gut verwenden. Tja, das sind die wichtigsten Rollen und Routen im Grundangeln für das normale Angeln eben am Kupfersee. Also 6000er Rolle, eine Feeder, eine Picker und ab dafür. Man kann natürlich einfach auch aufs Grundleit gehen. Kann man durchaus machen. Das habe ich zum Beispiel hier gerade auf den Winkelpickern immer so eingestellt. Hier sind sie und da verwende ich zurzeit die P-Series GS. Also die 30er natürlich, eine 3000er, 108 Meter Schnur passen da drauf bei einer 026er. Ich habe jetzt hier eine 13,5 Kilo Braid drauf, eine geflochtene Schnur und es passen 158 Meter da drauf. Das ist dick und fett und ausreichend. Also da mit 150 Meter kommen wir richtig gut zurecht. Wenn wir eine dickere Schnur nehmen, wenn wir vielleicht eine Monoschnur nehmen und wir sind so bei ungefähr 110 Metern auf der Rolle, sollten wir am Kupfersee eigentlich in allen Bereichen ganz gut klarkommen und an für sich auch keinen Fisch verlieren. Also je nachdem, man muss natürlich an manchen Stellen vielleicht ein bisschen mitlaufen, falls man in einem dicken Drill ist, aber an für sich sollte man da dann jeden Fisch auch rausziehen können mit um die 110 Meter an Schnurkapazität. Das ist jetzt hier, wie gesagt, nochmal ein bisschen mehr. Geflochtene Schnur, wie gesagt, hier drauf. Ich bin hier, wie gesagt, um die 13 Kilo zurzeit unterwegs. Kokosahne läuft ja gerade immer noch. Also so ungefähr das Setup. Und das hier eben auf den Budesan zurzeit. Das wird natürlich jetzt bald umgestellt auf die Royal Picker. Gerade ja gekauft und dann wird das umgestellt. Also, wie gerade gesagt, absolute Kaufempfehlung von mir, die P-Series GS30S. 4.600 Silber ist kein Schnäppchen, aber hier sprechen wir ja auch von Sorgen von Spielern, die halt einfach nur Bock haben auf Liste, auf Wettkampf. Also einfach mal in den Rekorden zu stehen und ein bisschen mehr Challenge zu haben. Das empfiehlt sich natürlich nicht für einen Spieler, der gerade mal weiß, wie die Rollen funktioniert und noch nicht mal seine Futtermische auf 100% hat. Also sowas macht man, wenn man keine anderen Sorgen hat im Game
und einfach genug Geld übrig hat, dann sind auch mal eben 4.000, 5.000 Silber kein Problem und dann gönnt man sich einfach so eine Rolle. 16,3 Kilo, ja, richtig gute Bremsfähigkeit, verschleißtechnisch auch absolut zufrieden. Mehrere Spieler verwenden das Teil und es gibt auch bisher nur positive Berichte zu dieser Rolle, also lohnt sich absolut. Auch da gibt es dann immer wieder die Frage zu der Bestia. Warum nicht auch direkt die Bestia? Die hat ja dann nochmal mehr an Bremskraft. Ja, da muss man dann einfach auch ein bisschen schauen. Das ist zwar ein bisschen mehr an Bremskraft, aber auch da 10 Meter weniger Schnur. Und je nachdem, was für eine Schnur man dann halt verwendet, kann das da dann eben auch schon eng werden. Grundsätzlich aber auch das durchaus eine Option. Für mich allerdings auch da wieder die Bestia tendenziell eher, ja, nochmal eine schnellere Rolle, vielleicht eher im Spinning-Bereich angesiedelt, aber durchaus eine Option. Preislich natürlich auch nochmal drüber, gucken wir gerade mal eben rein. Da ist sie, die Bestia, und das dann als 3000. Ja, da wird es halt wie gesagt schon ein bisschen eng. Vor der Schnurkapazität 6,2er Übersetzung, also wirklich schnell. Also im Spinning-Bereich sehe ich das Ding absolut. Aber so fürs Karpfenangeln und für die langen Drills, weiß ich nicht. Grundsätzlich, klar, es ist wieder Beluga, es ist eine gute Qualität. Wenn man da schon von der Schnurkapazität her mit klarkommt und auch da genug Cash hat, ist ja nochmal deutlich teurer, fast doppelt so teuer, dann ist das natürlich durchaus eine Option. Viel weiter in den günstigen Bereich würde ich dann allerdings auch nicht gehen, denn dann wird es auch langsam eng von der Bremskraft. Z-Series wäre halt durchaus nochmal eine Option. Gleiche Schnurkapazität, 15,7 hier an Bremskraft, also auch durchaus eine Option. Einfach von der Qualität her, ja, auch sogar passend, gleiche Sterneanzahl, nochmal ein bisschen günstiger. Also das wäre vielleicht nochmal eine etwas günstigere Variante, aber ansonsten die anderen und die kleineren 3000er Rollen, da wird es eng, denn da kommen wir dann auch langsam unter 10 Kilo an Bremskraft und dann ist es einfach auch wieder ein bisschen müßig. Kann man, wie gesagt, machen, ist durchaus eine Option. Corsair zum Beispiel, das ist ja die Rolle, die ich hier verwende fürs aufgewertete Belaya Setup, die 3000er, also durchaus eine Option. Aber für lange Zeit immer wieder dann auf Karpfen ist das auch schon sehr, sehr knapp mit 10 Kilo. Klar, machbar, es ist so vieles machbar in RF4, aber ideal ist halt dann was anderes. Ja, und auch die Posenangler angeln ja gerne am Kupfersee und auch dazu gibt es durchaus nochmal eine Kaufempfehlung zu guter Letzt. Ich verwende die Plasma Match Route. Es ist wichtig, dass wir eben hier bei der Robustheit stehen haben. Medium Light Route. Also Medium Light, das dürfen wir noch verwenden. Ansonsten können wir keine anderen Match Routen oder schwerere Match Routen können wir eben nicht verwenden. Hier die Medium oder Medium Hard oder eben die klassische Rebellion oder sowas. Die klassischen großen Karpfen. Matchrouten sind einfach zu vergleichen mit Karpfen-Grundrouten. Dementsprechend sind die einfach verboten. Aber eben hier Medium Light, das können wir verwenden. Und auch hier natürlich absolut sinnvoll, wieder mit plus 7 aufs Posenfischen, wenn man das machen will. Durchaus eine Option, kann man richtig gut machen. Kleiner Nachteil, wir können auch hier einfach nur wieder die 3000er Rollen verwenden, haben aber keinen großen Mehrwert dadurch, dass wir dann irgendwo in der Liste stehen oder irgendwelche Rekorde jagen können. Wir haben quasi die gleiche harte Challenge wie beim Grundangeln mit nur einer 3000er auf einem Medium Light Set, aber haben einfach keinen Mehrwert dadurch. Klar, für den Spaß durchaus eine Option. Gute Route kann man auch hervorragend natürlich auch für kleinere Fische und alles verwenden. Aber naja, das Posenangeln so ist vielleicht am Kupfersee mit der Stippe nochmal ganz interessant. Also mit den schönen Stippen da rangehen, das kann man vielleicht machen. Aber so mit der Match weniger interessant. Boah, das war's. Alle Rollen und Routen, die mir so wichtig erschienen und irgendwie für sinnvoll. Vielleicht fällt dir ja noch was ein. Gerne auch unten in die Kommentare reinschreiben. So viel dazu. So viel zu den Kaufempfehlungen zum Kupfersee. Und jetzt heißt es ab zum Kupfersee. Ich weihe jetzt hier gleich
meine neuen Winkelpicker ein. Und dann bin ich gespannt, was da geht. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Petri.